Hallo und willkommen zurück zu Castlevania Symphony of the Night. Wir sind immer noch im Spiegelschloss unterwegs und beim letzten Mal hatten wir ja den Mumienboss gekillt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Aber wir haben auch schon gemerkt, die Werwölfe sind ganz schön stark. Es sei denn, dass wir neben dem Spezialboss. Wir gehen erst mal gerade hinten durch. Die restlichen Bäume, wie ich es höre. Ja, das ist dann. Boss rein. Oh. Noch mal drei Gegner. Also. Ah, lief ja trotz allem gar nicht so schlecht. War ein paar alte Bekannte, der gute Trevor Belmont. Und die Magierin und noch ein Kollege von den alten. Alle Quatsch. Hier wird auch noch runtergehen. Ist das Verbindungsstück geschafft, das heißt, wir werden jetzt den Weg nach oben gehen und dann nach und nach die einzelnen Räume abklappern. Okay, da wäre der Speicherraum gewesen. Gut, Aufnahme passt. Wollte schon sagen, ups, das habe ich vergessen zu gucken, aber ist alles okay. Läuft ja alles. Okay, die neue Variante von den Steinköpfen. Oh, die können wir doch noch. Ein alter Gegner, den man auch aus dem Super Nintendo kennt. Das ist übrigens auch die Version, die wir als nächstes spielen werden, wenn das durch ist. Also schätze ich zumindest mal. Dieses Schwert dann wird einfach nur mega gut. Sehen uns natürlich überall um, wir wollen ja nichts übersehen. Thank you.
Dings weitergehen. Nur die Schnellvariante mal. Und hier wird es auch links weitergehen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal oben und dann unten. Der Buffalo ist da. Bis jetzt ganz ordentlich aufgedeckt aus. Schlechter. Keine Spezialfähigkeit. War ich ein bisschen unvorsichtig. Oh, das hat sich doch gelohnt, dass wir hier rein sind. Was mir aber nicht gefällt, ist, dass gerade die Musik schon wieder futsch ist. Autsch. Die Frage ist unten oder oben? Ich würde sagen, wir gehen zuerst rein und dann sehen wir uns oben um. Okay, hier ist wieder ein Speicherpunkt. Den nutzen wir auch kurz. Für den Fall der Fälle, dass mal wieder irgendwelche Probleme gibt. Dass wir einfach schnell das Spielstand laden, dass wir schon mal den Teil erledigt haben. Keine andere Möglichkeit, an ihm vorbeizukommen. Also weiter hier lang. Thank you.
Gewesen. Okay, das habe ich gesucht. Sagen wir, ich bin erst mal unten lang, weil da oben ist ja nur so ein kurzes Verbindungsstück, obwohl. Komm, wir machen das Verbindungsstück eben voll. Ich habe aber leider den Namen nicht gesehen, weil da Geld drüber stand. Ah, manchmal klappt der Skill irgendwie nicht. Kann auch sein, dass einfach der Controller mittlerweile so ausgelutscht ist. An, deswegen kriegen wir auch so auf die Backen. Death goes up when damage taken. Okay. Diamond Plate. Die ist sogar schlechter. Okay, jetzt haben wir eine neue Rüstung. Sehr schön. Okay, mal kurz die Kraft.
Karte studieren. Wo müssen wir als nächstes lang? Die Teil haben wir jetzt relativ ordentlich abgegrast. Das rein theoretisch den linken Weg dann verfolgen. Ja, rechts soweit alles erledigt, nur oben. Da konnte ich ja noch nicht viel machen. Ich würde sagen, wir gehen dann nach hoch und halten uns die ganze Zeit links, bis wir wieder in den Weg kommen, wo wir weiterkommen. Gibt zwar gut XP, aber die lassen wir aus, weil und Akti jedes Mal zu killen. Unsere kleine Fee ist auf jeden Fall immer relativ schnell dabei mit ihrer Pott. Aber es ist aber auch echt wenig Platz, um irgendwas zu erwischen. Sein, dass ich mich irre. Im Zweifelfalle sehe ich mir meine alten Aufnahmen an und vergleiche die Räume von der Position her, weil die Verstecke müssen eigentlich an der gleichen Stelle sein. Das schräg nach unten angreifen ist echt ein bisschen blöd. Irgendwie reagiert er nämlich nicht so richtig drauf. Eigentlich rein theoretisch der Raum sein. Ich bin mir nur nicht sicher. Gut, wenn wir den Weg nach oben verfolgt hätten, hätten wir noch den Uhrenturm weitermachen können. Ich glaube, das machen wir auch. Wir gehen in den Uhrenturm. Thank you.
bisschen Zeit haben wir noch. Die drei Charaktere übrigens, die wir gekillt haben, waren die aus Ron auf Platz. Das waren die drei Hauptcharaktere, die man da hat, spielt. Gehen wir die Mitte oder gehen wir da links? In der Mitte? Ja, gehen wir erstmal in die Mitte. So ein Hochpower-Raum. Noch mehr Leben. Hier kann man schön ausrüsten mit der Waffe, wenn man nutzen will. Wird hier auf der Seite bestimmt genau ein Herz sein. Sagen, als nächstes halten wir uns dann weiter links, da haben wir ja auch noch einen guten Raum. Ich finde, wir kommen relativ gut voran und relativ zügig voran. Wir hatten eben den linken Weg frei gehabt, das heißt, wir müssen mal hier kurz wieder Raum verlassen. Das ist ja ein zeitbasierter Raum. Ah, ich verstehe. Moment. Zurück würde ich sagen, unsere Waffe wechseln. Gut, da wäre der Uhrenturm abgeschlossen, das heißt, wir können rein theoretisch. Ich glaube, das machen wir auch. Meinen linken Pfad wieder folgen. Den Uhrenturm hätten wir eigentlich direkt abschließen können beim letzten Mal. Aber ist ja nicht so schlimm. Sorry, dass ich so viel die Karte verwende, aber anders behalte ich hier in dem Riesenschloss nicht den Überblick. Ja, ist hier geradeaus durch. Eine Steinmaske.
Maske. Ich muss echt mal in meinen Aufnahmen gucken, wo hier die einreißbaren Wände waren. Und andersrum denken natürlich, weil ist ja alles spiegelverkehrt. Oh, okay, wir haben einen Porter. Wo porten wir denn hin? Die rechte Seite ist jetzt quasi komplett abgeschlossen. Außer natürlich rechts oben. Stimmt, nach links können wir uns porten. Da ist nämlich noch die Bibliothek. Porten wir nach links. Mal sehen, ob wir hier richtig sind. Nö. Sorry, mal einen Keks gelangt. Okay, hier ist ein Gaststück nach oben. Ich sollte mir angewöhnen, bei solchen Aktionen als Möbel zu fungieren. Ah, jetzt wieder die schöne Musik. Schmuck-Lion, okay. Ich muss schon sagen, die Gegner sind wirklich genial designt. Allgemein das ganze Design gefällt. Ist ja nicht umsonst mein liebstes Castlevania. Okay, wir sind in der Bibliothek. Nein, das hat schwer geworden. Dieser dämliche Fußballplan. Gesehen habe. Ach, die Musik setzt wieder aus, das ist nicht gut. Ah, das ist echt traurig, dass die technischen Probleme, die das ganze Let's Play sind.
Au. Und ich hätte euch so gerne ein Let's Play hier präsentiert, ohne die Probleme. Mich ärgert das extrem, weil ich hatte mich eigentlich so auf das Spiel gefreut und irgendwie die ganze Zeit immer nur diese Probleme. Geh doch mal zurück und geh nochmal oben weiter. Naja, ich muss mal gucken, dass ich echt irgendwie mal vielleicht ein anderes Laufwerk kriege oder. Mann! Gott sei Dank, die nervig. Jetzt will ich natürlich wissen, was das für ein Schwert ist, was die droppen. Also das heißt, ich werde jetzt mal ein paar Mal die Gegner killen. Das ärgert mich total, die ganze Zeit diese Probleme. Weiß ich, wiederhole mich. So, ich würde sagen, zwei Runden versuchen wir nochmal und dann gucken wir mal, ob da was gedroppt ist. Wir haben ja extra diese Ausrüstung dafür. So eine Chance haben auf seltene Gegenstände, aber irgendwie. Droppt hier nicht so richtig was. So, letzte Runde und dann machen wir weiter. Ja. Nö, nix. Und ich scheine ganz gut Erfahrungspunkte zu geben. Gut, dann haben wir den Teil. Okay. Das schräg nach unten schlagen, nie klappt so richtig. Einmal Rahmen. Naruto wird sich freuen. Na gut, nicht nur Naruto, ich würde auch gar nicht so wenig freuen, weil Rahmen ist ziemlich lecker. Mann. Okay. Hm.
keine Musik. Ja, ich weiß, ich bin schlimm mit der Karte. Okay, unten haben wir noch eine Ecke, links haben wir auch noch ein bisschen was. Speicherpunkt. Ich würde sagen, den nutzen wir wieder. Kurz Aufnahme checken. Alles tutti. Obwohl, wir machen hier einen Cut und machen beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Castlevania Symphony of the Night. Hoffentlich damit weniger Tonprobleme.